Hallo, ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und der Orden des Phönix. Viele, viele Jahre sind vergangen seit der letzten Folge. Kleine Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Naja, wie dem auch sei. Also, es geht auf jeden Fall jetzt wieder weiter. Wir stehen bei 72% und das letzte Mal habe ich gespeichert am 3.6.2021 um 20.44 Uhr. Das ist also über ein halbes Jahr her. Ja, nochmal willkommen zurück zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Jetzt geht's endlich mal wieder weiter. Es tut mir wirklich leid, dass ihr so lange warten musstet. Also es haben mir ja einige in die Kommentare geschrieben, dass sie auf die nächste Folge warten und wann es denn wieder losgehen würde und so weiter und so fort. Und ich konnte da keine so wirklich klare Antwort geben, weil ich halt erstmal GTA 5 beenden wollte und dann hat sich das so in die Länge gezogen. Und ich habe immer neue Dinge gefunden, die ich zeigen wollte. Aber jetzt ist GTA 5 abgeschlossen und jetzt werde ich erstmal kein neues Projekt mehr starten, ehe das hier nicht beendet ist. Das ist jetzt meine Aufgabe, let's go. Ja, Schwierigkeitsgrad normal. Ich erinnere mich, ich darf den hier nicht verstellen, sonst gibt's hier Probleme. Und es könnte sein, dass ich gleich an meinem Mikrofon ein bisschen drehen muss. Weil mir das Lautstärkeverhältnis irgendwie noch nicht ganz so gut passt. Aber mal gucken. Und ich finde das ganz cool, das hier nochmal zu sehen. Es ist ja so quasi so ein Relaunch meines Projektes. Der Neustart. Nicht so wirklich der Neustart, weil wir machen ja da weiter, wo wir aufgehört haben. Aber der Restart halt einfach. Wenn man so möchte. Hi. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Ich erinnere mich, dass ich mit dem rechten Stick irgendwie Zaubersprüche machen kann. Aber so richtig habe ich keinen Plan mehr. Kann man die Kamera irgendwie schwenken oder so? Oder geht das nicht? Oh, das Pendel ist aber ganz schön schnell. Irgendwie Select, oder? Ja, irgendwie so Select. Und dann konnte ich hier irgendwie Pfeil nach links drücken. Ah, okay, das sind die Orte und rechts waren dann die Quests, oder? Okay. Wir haben eine Aufgabe, Ginny Weasley. Ich würde sagen, wir folgen jetzt auch einfach mal der Story. Weil, was sollen wir sonst machen? Ich habe jetzt keine Lust, irgendwas zu sammeln oder so, irgendwelche Nebentätigkeiten zu machen, weil im Endeffekt können wir sowieso am Ende des Spiels das alles hier nochmal nachholen und hier im freien Spiel alles sammeln. Also, ich werde jetzt erstmal versuchen, die Story nach vorne zu bringen. Und das ist gerade fucking laut hier alles. Ja, ich muss gerade nochmal dran drehen, kleinen Moment. Ist das so besser? Hallo, hallo? So ist, glaube ich, besser, oder? Ja, ich glaube, so gefällt mir das besser. Ist alles mal wieder komplett spontan, was ich hier mache. Also zumindest hier, was die Audioeinstellung anbelangt und so weiter. Es ist natürlich schon geplant, dass ich heute aufnehme. So. Hallo. Hi. Koteletts und Bratensoße. Lecker. So, durch da. Ich könnte es auch noch mal ein bisschen lauter haben, den Ingame-Sound. Das betrifft euch nicht, aber es ist für mich halt auf den Kopfhörern halt ein bisschen blöd, wenn das so leise ist oder zu laut ist vom Ingame-Sound her und so weiter. Ich bin heute so müde. So ist das. Ja, so ein Tick besser. So ist das gut. Ja, ich erinnere mich, die Musik hier in dem Spiel ist immer sehr, sehr laut und es ist so schade, dass man die nicht einzeln abmischen kann vom Spiel her. Ich check halt nicht, warum man in einem Spiel nicht einfach drei Lautstärkeregler einführt. Einmal Dialoge, Soundeffekte und Musik. Es ist doch nicht so schwer, das ist doch voll... Gebt den Spielern doch einfach die Möglichkeit, das individuell abzumischen und dann gibt es auch gar keine Probleme. Dann kann sich auch keiner beschweren, die Musik ist aber zu laut und sowas. Aber das ist halt blöd, dass es hier nicht sowas nicht existiert. Das ist sehr schade. Aber gut, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Es ist so schön, mal wieder ein anderes Spiel zu spielen, außer GTA. Das soll jetzt nicht abwertend klingen. Ich habe das GTA 5 Projekt geliebt. Es hat riesigen Spaß gemacht. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang gedacht hätte. Aber es ist halt immer nur ein Spiel und man braucht auch irgendwann mal Abwechslung. Und ich freue mich jetzt auch wieder auf Harry Potter, einfach mal was anderes zu spielen. Das ist so schön. Hallo! Drachenei! Treten Sie ein, Freund von Hufflepuff. So,
Ich möchte die Folgen ja jetzt auch immer 30 Minuten lang gestalten. Ich weiß nicht, wie lang die vorher immer waren. Also so um die 30 Minuten. Wenn es mal 27 Minuten sind, ist es so. Aber so um die 30 Minuten, würde ich sagen. Und dass wir da einen ganz guten Fortschritt erzielen. Hey, hey, yo. Hey, Harry. Du glaubst nicht, was wir hier machen. Tragbare Sümpfe für Fred und George auslösen? Ja, woher? Ich hatte den nächsten Sumpf schon gefunden. Aber dann kam Malfoy und ich musste ihn verstecken. Was soll dieser Kameraschwenk mir jetzt sagen? Was war das jetzt? Hallo? Was ist denn hier? Soll der hier sein? Ich bin froh, dass der sprechende Hut mich nach Slytherin geschickt hat. Geh und spiel mit den Ach ja, stimmt, die Dialoge. Ja, man konnte die alle anplappern und die haben... Nach Hogwarts werde ich im Ministerium anfangen. Mein Vater hat gute Beziehungen. Für Leute niederer Herkunft ist es wirklich schwierig. Vielleicht schwierig, aber nicht unmöglich. Toyota. Und was machen wir jetzt? Hab ich wieder muss ich wieder irgendein... Ginny? Lass uns den Sumpf auslösen. Ja, welchen Sumpf denn? Ich hoffe, sie sperren Dumbledore bald ein. Weasley ist ihr neuer Hüter. Ein Witz, was? Professor Umbridge wird hier Ordnung schaffen. Spitze, Kumpel! Hä? Wir müssen die Kiste in die Mitte des Hofes stellen. Wag dich ja nicht. Hau ab. Du bist der Größte, hä? Nimm das, Potter! Oh Gott, das ist das, ein Kampf? Ich bin nicht ready für sowas. Aber das könnte ich nutzen, weil ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe ja noch diese eine Aufgabe, wo ich die 6 defensiven Zauber in einem Duell anwenden muss. Und ich versuche das jetzt mal irgendwie umzusetzen. Weil ich würde das halt wirklich gerne von der Backe haben. So, zweimal runter. Dann, ich glaube, ich mache das Step by Step. Ich mache mal ein und dann gehe ich weiter. Und dann hoffe ich, dass das reicht. Okay, ich mache erstmal jetzt das hier. Also zweimal runter einfach nur. Ich weiß sowieso nicht mehr, wie die Sprüche gehen. Von daher ist es gut, dass ich jetzt nochmal nachschaue. So, Aktio oder wie auch immer das ausspricht. So nicht. So, Nummer 1 müsste ich erledigt haben. So, jetzt den zweiten. Depulso. Oben, oben. Ach, einfach oben, oben. Schieß mal. Aua. Ja, auf, Harry. Das müsste reichen. Ich hoffe einfach mal, dass das zählt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so richtig... Reparo. Als ob das jetzt irgendwie... Ne, hier muss ich doch gucken. Nee. Kampfzauber doch eher. Ich bin in der falschen Kategorie, glaube ich. Oder? Was habe ich denn eben gemacht? Ich habe hier... das war jetzt... Unten. Also quasi Expelliarmus habe ich dann quasi gemacht. Okay, hier muss ich gucken. Kann man gerade sowieso ein bisschen komisch vor. Hä, was mache ich denn da eigentlich? Stupor. Stupor ist... Oh, shit. Aber muss ich wirklich so oft den Stick drehen? Oder ist es jetzt nur... Einmal zum Zeigen, dass man da die... Dass man den so drehen muss. Ich weiß nicht. Stupor. So, jetzt habe ich Stupor. Es wäre so schön, wenn ich das von der Backe hätte, weil das macht mir immer so ein bisschen Sorgen, weil ich mir denke... Also, ich habe schon ein bisschen gegoogelt danach und da hieß es da damals, wo man bei Hagrids Hütte war. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Kann in der letzten gewesen sein oder in der vorletzten. Ich weiß das ja überhaupt nicht mehr. Da hat man ja gegen Malfoy und seine... Crew da gekämpft und da hätte man das ganz gut schaffen können. Oder damals im Raum der Wünsche, wo hier die hier Umbridge kam mit Malfoy und so, wo man die auch bekämpft hat und so. Da hätte man es ganz gut hinbekommen können. Aber egal. Protego, das sind 6, ne? 3, 4, 5, 6, ja, das sind 7. Oben, oben. Ach so, einfach oben, oben. Okay, let's go.
Okay, ich glaube, das ist, keine Ahnung, ob das jetzt gezählt hat. Ich hoffe es. Ach so, ich muss es... Okay, ich muss den... Ich muss abwehren. Ja, greif doch mal an jetzt hier, Junge. Attackier mich doch mal jetzt. Ja, greif mich doch mal an hier jetzt. Schieß. Schieß mich ab. Aua, nicht du, jetzt. Aua. Oh nein. Steh auf, Harry. Steh auf jetzt. Ah, ich bin zurück. Ich hoffe mal, das hat jetzt gezählt. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. So. Recto Sempra. Wie geht das? Oben, unten, oben, unten. Oben, unten, oben, unten. Oben, unten, oben, unten. Da steht ja nicht, man muss sie gut anwenden. Ne? Da steht nur, man muss sie anwenden. Also, glaube ich zumindest. Das ist die Aufgabe. Aber kann ich jetzt bitte wieder aufstehen? Ich kassiere gerade zu viel Damage. So, let's go. Oben, unten, oben, unten. Oben, unten, oben, unten. Ah, ich kassiere gerade echt zu viel Damage. Also, es gefällt mir gerade gar nicht. Hey, Leute. Aua. Nein, die Chance. Ich habe zu viel Damage kassiert. Och, Mann, ich wollte das gerade machen. So eine Kacke aber auch. Können wir das nochmal wiederholen? Es war gerade voll die gute Chance, das zu machen. Naja gut, lass uns nochmal zurückkehren. Ah, super, ey. Ich bin mir so unsicher dabei. Ich weiß auch nicht, ob dann wirklich auch die Zauber zurückgeschleudert werden müssen, damit es zählt, oder ob die bloße Ausführung des Zauberspruches... Hallo? Ob die schon ausreicht. Mit schön viel Soße. Ich bin heute so müde. Na, ich bin auch ganz schön müde. Ich habe gerade eine ganz schön große Lasagne verputzt und bin schon wieder richtig müde, aber... Ja, ich bin erst 5 Stunden wach. Wir haben hier einen Samstag gerade und... Drachenei. Ich kann nicht jetzt schon wieder schlafen. Das gibt's nicht. Deswegen dachte ich mir, irgendwann musst du auch mal anfangen, hier Harry Potter aufzunehmen. Ich habe mir das den ganzen Tag schon vorgenommen. Und dann da dachte ich mir so, ich muss doch irgendwann mal aufstehen und auch mal ein bisschen hier, ja. Da bist du ja wieder. Sie haben die Kiste noch nicht entdeckt. Wir müssen sie schnell holen. Da bist du ja wieder. Oh Mann, sie erinnert sich sogar dran. Das ist ja traurig. Aber welche Kiste denn? Bin ich blind? Oder welche Kiste? Ach, da oben ist das Ding. Meine Güte, ey. Nächstes Mal will ich Willst du nochmal verlieren, Potter? Oh mein Gott, hier gibt es sogar extra Dialoge, wenn man das hier failen sollte. Aber egal. Oben, unten. Oben, oben. Protego. Oben, unten, oben, unten. Recto Sempra. Expelliarmus. So, jetzt, ich versuche einfach mal, die erstmal nur so zu wirken, in der Hoffnung, dass das schon ausreicht. Stupor war... Kreiseln. Stupor! Bang! Ich hab die erwischt da hinten, oder? So, willst du nochmal verlieren? Das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das jetzt mal zu machen. Ich würde das jetzt wirklich schön finden, wenn ich das abhaken würde. Es wäre so traumhaft. Petrificus Totalus. Also erst nach oben und dann drehen, ne? Oben und dann drehen. Was war das andere? In die andere Richtung, ne? Okay. Gegen den Uhrzeigersinn und das ist im Uhrzeigersinn, richtig? Ja. Im Uhrzeigersinn drehen. Petrificus Totalus. Ja, wow. Au, ausweichen. Harry, nicht zu Boden gehen. Nein, wir werden angezählt. Wir müssen aufstehen. Mann. Jetzt geht mir doch auf die Nüsse hier, Mann. Meine Fresse, ey. Ey. Ja, weiß ich. Hallo? Hast du mir gerade in den Rücken geballert, Ron? Oder habe ich mich gerade verguckt?
Aber jetzt... Noch nicht besiegen, bitte. Noch nicht besiegen. Leute, entspannt euch mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe Petrificus Totalus sowieso... Ja, ich habe das gemacht. So. Levi Corpus. Wie macht man das? Oben? Oh Gott, was ist das denn? In welche Richtung muss ich zuerst? Links, rechts, links, rechts. Okay. Oben, links, rechts, links, rechts. Oben, links, rechts, links, rechts. Lass sie erstmal wieder aufstehen da. Oben, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hä? Alter! Nein! Ich bin da... Es gibt's nicht. Ich bin... Ich hab's immer noch nicht geschafft, oder? Ey, das ist so schwer! Nicht Tipps und Tricks. Nee, ich will gucken, aber ich hab's, glaube ich, immer noch nicht geschafft. Defensive Zauber. Wirken. Wo finde ich das überhaupt? Wo finde ich das? Wo finde ich das? Wo finde ich das? Alle defensiven Zauber in einem einzigen Duell gewirkt. 5 von 6. Ich wette, das habe ich gerade eben gemacht. Das kann mir keiner erzählen. Ich werde nur einer gefehlt und zwar den letzten. Den muss ich den jetzt als erstes machen. So Leute, das ist jetzt das Thema dieser Folge. Einfach nur diese Aufgabe schaffen. Das wäre schön, wenn mir das gelingen würde. Oh Mann, ey, was eine Scheiße. Dann versuche ich gleich erstmal diesen Zauber. Der sieht so kompliziert. Der hat den irgendwie nicht gemacht. Aber oben, links, rechts, links, rechts. Habe ich doch gemacht. Ah, ich werde es weiter versuchen. Ist mir egal. Das würde ich jetzt schon gerne in dieser Folge schaffen. Weil das macht mir eigentlich mit am meisten Sorgen mit dem... Also mit den Schachduellen. Die Schachduelle machen mir auch extrem Sorgen, weil da weiß ich auch nicht. Ey, das ist, ich kann halt keinen Schach und ich habe null Interesse, das zu lernen. Da bin ich viel zu faul für. Das heißt, ich muss das irgendwie so random gewinnen. Mit irgendwie die Figuren hin und her bewegen und hoffen, dass ich gewinne. Ich weiß, dass man irgendwie die Königin oder so irgendwie zustellen muss. Sodass sie dann nichts mehr machen kann oder so. Ich kann auch falsch liegen, aber ich glaube, es ist irgendwie so in die Richtung und. Drachenei! Ich freue mich auf ihre Zukunft. Naja, muss ich sonst vielleicht mal zusammenschneiden oder so, weil das will sich ja keiner angucken. Ist ja total langweilig, wenn ich da keine Fortschritte erziele und die einfach nur dumm hin und her bewege. Da bist du ja wieder. Sie haben die Kiste noch nicht entdeckt. Wir müssen sie schnell holen. Willst du nochmal verlieren, Potter? Wenigstens Professor Snape merkt, was für ein Schwachkopf Potter ist. Impulso! Hast du noch nicht genug, Potter? Sogar noch eine andere Dialogzeile. Geil, Alter. Ich krieg hier ja wirklich alles aus dem Spiel gequetscht. So. Alter, das gibt's nicht. Ich. Oben, links, rechts, links, rechts. Ja, Levi Corpus, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's mal ausgeführt. Geil. Jetzt hab ich's endlich mal. Das war super schwer zu machen. Ich weiß nicht wieso, aber. Expelliarmus war. Unten, unten. Das war oben, oben. Achso. Gegen Uhrzeigersinn, mit dem Uhrzeigersinn. Eigentlich kann ich das ja alles so machen, aber ist ja egal, welche Sprüche das sind. Ich muss ja einfach nur wissen, was ich machen muss. Ich muss unten, unten, oben, oben, gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn und... Ja, im Uhrzeigersinn, das war... Ach, oben, unten, das mache ich als nächstes und danach ist ja klar, was ich machen muss. Oben, unten, oben, unten, oben, unten. Oben, unten, oben, unten, unten. Okay. Oben, oben. Protego. Unten, unten. Expelliarmus. Im Uhrzeigersinn. Gegen Uhrzeigersinn. Piu, piu, piu. Piu. Hab ich zurückgeballert oder was? Versucht die mal ein bisschen zu variieren nochmal, die Sprüche. In der Hoffnung, dass... Für den Fall, dass einige nicht gezählt haben. Warum auch immer. Expelliarmus.
Also eine epische Schlacht ist das jetzt hier nicht, aber... aus dem Leben gerissen. Nein, jetzt gehen wir zu Boden. Steh auf. Ich weiß nämlich nicht, ob er das Duell vielleicht auch gewinnen muss. So, finish him jetzt. Oh, er kann es kaum noch halten. Bam. Leute, ihr müsst mir auch mal ein bisschen helfen. Zerstör ihn. Oh nein. Oh Gott, ich krieg so viel Damage. Sind sie down? Nee, sie steht immer noch. Nee, sie geht down. Wir haben gewonnen. Klasse. Gut gemacht, Ginny. Danke, Hermine. Hey, ich hab auch geholfen. Danke sehr, Putzironi. Du warst lange nicht mehr in unserem Geheimraum. Nein, das stimmt. Oh, ich erinnere mich. Mann, du hast nicht gewonnen, Myrte. Du hast nicht gewonnen. Überhaupt nicht. Aber ich hab's geschafft. Wie geil ist das denn? Ich hab's einfach geschafft. Sehr schön. Ich hab's abgehakt. Alle defensiven Zauber in einem einzigen Duell gewirkt. Jetzt hab ich das endlich von der Backe. Und ich dachte, es würde schwieriger werden. Das ging ja eigentlich. Das hat sich ja jetzt super angeboten hier, dieser Kampf. Da habe ich mir nämlich echt den Kopf drüber zerbrochen. In der letzten Woche. Als ich mal wieder gedacht habe, jetzt kann ich mal langsam mal wieder Harry Potter aufnehmen. Und dann dachte ich mir, wie schaffe ich das denn jetzt noch? Weasley ist ihr neuer Hüter. Ein Schiss, Aktion! Runter mit dir. Wingardium Leviosa. Und das muss aufs X, ne? Irgendwo hier war das. Suchen wir Professor McGonagall. Ich glaube, sie ist nicht in ihrem... Wo war denn das X hier? Mal sehen. Das X markiert den Schatz. Und runter. Ist das richtig? Was muss ich überhaupt nochmal machen? Den Pulso! Nein! Potter stinkt. Versuchen wir sie. Wie aktiviere ich den nochmal? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich bin raus aus dem Game. Ich muss es erstmal wieder neu lernen. So geht das. Dass Umbridge damit beim Ministerium unten durch ist. Ja, sie soll in einem Sumpf von Beschwerden ersticken. Können wir jetzt gehen? Können wir jetzt gehen? Warte noch mal kurz, Ron. Weißt du, ich muss es gerade erstmal ein bisschen zelebrieren, dass ich diese blöde Aufgabe da geschafft habe mit den defensiven Zaubern. Das ist jetzt schon mal sehr herrlich. So, okay. Was steht als nächstes auf der Agenda? Gar nichts. Wir sollen einfach nur gehen und dann wird sich wahrscheinlich irgendwas... Also, dann wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Dann kommt eine neue Aufgabe oder so. Gehen wir einfach mal hier durch, oder? Treten Sie ein, Freund von Hufflepuff. Nur nicht aufgeben, Mr. Potter. Hab ich nicht vor, aber was ist jetzt los? Ei. Leute? Nein, ich wollte mit Ron sprechen und nicht... Nein, keine Lust. Du musst hochklettern, sonst kommst du nicht dran. Wie haben sie nur die Kisten da hochbekommen? Ja, was für Kisten? Sind wir noch nicht fertig? Was hochklettern? Muss ich da doch nochmal hin? Ich freue mich auf ihre zukünftigen Helden. Muss ich da doch nochmal hin oder was wollen die jetzt von mir? Was möchte Hermine von mir? Bin ich immer noch nicht fertig? Wo muss ich raufklettern? Welche Kiste? Ich habe keine Ahnung, was du jetzt möchtest und was das Spiel jetzt von mir möchte. Wie kann ich nochmal sehen, wie viel Prozent ich hier habe auf dieser Karte? Irgendwie ging das doch. Es gab doch irgendwie so eine Ego-Sicht. Wie ging das denn nochmal? Hä?
Nee. Könnte man noch irgendwas drücken, um... Nee. Auch nicht. Hallo? Konnte man nicht irgendwie... Ich weiß es nicht mehr, Mann. Ach Gott, das kommt davon, wenn man so lange nicht spielt. Wir müssen irgendwie auf den Vorsprung kommen. Ich weiß immer noch nicht, was ihr von mir wollt, aber okay. Okay. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt hier? Ach, so ging das. Ah. Aber hier habe ich doch alles. Vorsprung. Den Vorsprung. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ist das vielleicht ein... Heißt hier irgendwas Vorsprung oder sowas? Ich habe keine Ahnung, was die gerade von mir wollen. Also ohne Scheiß. Keine Ahnung. Was wollt ihr? Was soll ich tun? Hermine, kannst du mir nochmal einen Tipp geben? Mal ohne Scheiß, ich weiß gerade nicht. Hol die Sumpfkiste besser runter, sonst wird sie noch da oben ausgelöst. Hä, Sumpfkiste? Ich hab sie doch hier geholt. Das ist doch versumpft hier. Was ist los? Ich glaube hier... Also, was soll ich hier... Hä? Ich muss erstmal hier weg. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Also, es kann ja nicht sein, also... Hm. Nee, nicht heute. Nein, nein. Hermine, bitte. Hermine. Danke. Warum mussten die mich ausgerechnet hier aufhängen? Hi. Hey. Hi, Harry. Na super, ey. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Ha. Hübsche Frisur. Ha. Ich glaube, du musst klettern. Ich glaube, du musst klettern. Aber ich weiß gar nicht. Wo sind denn meine Aufgaben? Ich habe keine Aufgabe gerade. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich habe das doch versumpft. Was wollt ihr denn jetzt? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich... Ich muss dann, glaube ich, gleich erstmal die Folge beenden und dann mal gucken, was überhaupt los ist, weil... Du musst klettern und um die... Ich habe die Sumpfkiste doch geholt. Verstehe ich nicht. Also jetzt bin ich gerade echt raus. Ich wette, das ist wieder irgendwas total Offensichtliches, was ich da jetzt verpasst habe, aber das ist doch... Also ich habe ja auch keine Aufgabe mehr und... Die sagen irgendwas von Klettern, aber ich habe da dann das, ich habe den Sumpf doch aktiviert. Von daher, was wollen sie? Hi. Hm. Was war hier? Alles im Lack. Alles im Lack. Wieso steht er da so? Hi, Harry. Hallo? Ich dachte, ich spreche dich mal an, weil du da so... Aufregendes Leben, was? ...so stehst, als wärst du jetzt gerade wichtig. Als hättest du jetzt irgendwie... Würdest du mich hier weiterbringen oder so. Aber das ist ja... Wieso... Die sagen nur irgendwas von Klettern. Wenn wir Chaos veranstalten wollen, sollten wir jetzt loslegen. Muss ich weitere Sümpfe finden oder was? Sei vorsichtig beim... Ja gut, dann würde ich aber erstmal sagen, war es das mit dieser Folge für heute. Ich muss jetzt irgendwie mal rausbekommen, wie es hier weitergeht, weil keine Ahnung gerade. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.